brauche einen Schraubenschlüssel, der hier im Schmutz liegt, den ich aber nicht aufheben kann, weil ich mir sonst die frische Maniküre versaue. Man schließt zu und wirft das dann in den Briefkasten. Gut. Und das Emblem gibt mir einer Drossel. Okay. Dieser alte Scheißhund. Das Schlimmste eigentlich an der ganzen Szene jetzt gerade war, dass sie ihren Schuh verloren hat. So, was ist das? Das Gewehr muss Das ist ein doppelläufiges Gewehr. Ich brauche eine zweite Patrone. Okay. Und da haben wir gerade einen Dukaten. Ich nenne sie weiterhin Dukaten, weil Goldmünzen, das klingt zu Mainstream. Da ist ein Drachen. Was machen wir mit dem Hund? Der kleine Dackel möchte offensichtlich ein Leckerli. Da wurde gerade sein Fräuchen entführt und er will lieber ein Leckerli haben. Jemand hat einen Knochen an den Drachen im Baum gebunden. Okay. In dem Fass befindet sich etwas. Mit etwas Schwerem kann ich den Deckel zerschlagen. Wir haben leider nichts in unserem Inventar. Den Fetzen können wir natürlich nicht mitnehmen. Freunde, wollt ihr mich verarschen? Hallo Vogelscheuche. What the fuck? Ach so, das ist eine Robe. Gut. Ein eleganter Herr im Anzug. Oh ja. Sehr elegant. Der Schal der Vogelscheuche fehlt. Wo soll ich denn hier jetzt einen Schal hernehmen, hm? Mausel. Ja. Und hier brennt genüsslich ein Feuer. Hammer 12-mal, ist ja der Hammer. Ach nee. Oh, so viel zum Lesen. Ich stehe unter Schock. Vor meinen Augen wurde eine Frauenleiche in das Weingut gezappt. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht noch am Leben war. Ein kleiner Dackel ist in das Dickicht gerannt, aber etwas darin ließ ihn wieder zurückschrecken. Wenn ich mich mit ihm anfreunde, hilft mir der Dackel vielleicht sogar. Wie es der Zufall will, wurde ein Knochen an den Drachen im Baum gebunden. Wer hätte das gedacht? Wir sind praktisch schon die besten Freunde. Was für ein Glück, ich habe in der Tasche eine Goldmünze gefunden. Ich soll die Augen noch mehr offen halten. Gold kann man immer gebrauchen, vor allem zum Einkaufen. Wo immer ich hier einkaufen soll, wo ich doch drei Morde aufklären soll. Jemand hat dieses arme Mädchen in das Weingut gezerrt, die Zeichen eines Kampfes. Aber ich sehe keine Leiche. Es ist nicht sicher, meine Suche im Weingut fortzuführen. Eine seltsam angezogene Vogelscheuche, die auch noch zwei Gesichter hat. Das muss ich mir genauer ansehen. Und jetzt suche ich 12 Hämmer. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Die, da war eine Maus. Habt ihr sie gesehen? Wenn nicht, dann spul zurück. Ja, das war jetzt gerade ein Musikwechsel, wo der sich aber gewaschen hat. Und jetzt brauche ich bloß noch Nummer Dus. Wo ist denn Nummer Dus? Ich will jetzt noch keinen Tipp verwenden, Freunde. Das hier ist kein Hammer, nein. Diese Musik erinnert mich ein bisschen an Professor Layton. Ziemlich epische Spiele, auch wenn ich nur die ersten beiden im Ansatz gespielt habe, aber ziemlich episch. Am Ende ein bisschen sehr unverhältnismäßig schwer, aber unglaublich geil. Das ist doch ein Hammer hier.
Ach so. Mein Mauszeiger hat sich mal wieder aufgelöst. Einfach nochmal. Gut. Das heißt, wenn uns langweilig ist, klicken wir einfach ganz oft auf einer Stelle und dann erscheint der Papst als Lichtgestalt. So, das hat uns jetzt leider nicht weitergeholfen bei unserer letzten Hammersuche. Das ist ja der Hammer. Wo ist denn der Hammer? Komm, Daniel, komm mal nach vorne und zeig uns, wo der Hammer hängt. Insider, den ungefähr keiner versteht, der dieses Video schaut. Allerdings weiß ich jetzt trotzdem nicht, wo der Hammer ist. Leute, habt ihr ihn schon gefunden? Dann schreibt's mal bitte in die Kommentare, wo der Hammer ist. Ich glaube, ich bin blind. Hör mal, wo ist denn der Hammer? H-A-Doppel-M-E-R-Hammer, ja. Yeah. Tja, während wir hier noch den Hammer suchen, kann ich ja mal kurz erzählen, dass ich seit dem 1.9. arbeitstätig bin. Für einen Hungerlohn, das muss man leider mal so sagen, aber hey, das wusste ich vorher. FSJ, ihr wisst Bescheid. 8 Stunden. War auch schon ein 10,5-Stunden-Tag dabei. Aber man hat Spaß. Ernsthaft. Ich glaube, es geht los. Einen der vielen Hämmer, die nehmen wir jetzt also mit. Sehr gut, gefunden, Schal. Honey! Ein seltsamer Ort für einen Hörnichttopf, aber vielleicht dabei ist er mehr noch als nützlich. Sich mehr noch als nützlich. So, jetzt haben wir schon dreimal 20 Cent gefunden. Ja, der Honigtopf bleibt jetzt einfach stehen. Weil wir damit nichts anfangen können. So, dir muss ich noch den Schal geben. Ja, hau ab, du Scheißkrähe. Eine adrette Dame. Die Krähe war auf einmal wieder da. Sehr gut, gefunden. Honiglöffel. Hab ich... Sieht man immer in der Werbung so ein Ding, aber habe ich noch nie in echt gesehen. Und wir haben ein weiteres Mal Geld gefunden. Hier gucken Augen uns an. Ich gehe mal zurück zum Fass und hau da mal volle Ladung drauf. Wo ist das ganze Wein oder ist das Blut oder? Eine rote Patrone. So, dann haben wir jetzt hier gleich ein tolles Farmspiel. Schieß mal auf den Hund. Bitteschön, lieber Hund. Hab ich sehr gerne gemacht. Gefunden. Torschlüssel. Where do you go? Den Hund sehen wir vermutlich im Verlauf des Spiels nie wieder. Waren die Drachen hier hinten vorhin schon eigentlich? Na gut. So, dann Honiglöffel und rein damit. Oh, geil. Gefunden, Honiglöffel mit Honig. Timmy steckt Honiglöffel mit Honig in Hosentasche. Ja, ja. Wie kommt der Hund auf einmal auf die andere Seite? Das war jetzt schon eine ziemlich dramatische Cutscene, möchte ich sagen. Stecken wir doch einmal den Honiglöffel rein. Wieso glaubt er, dass das nicht funktionieren wird? Ich muss hier natürlich 4 oder 5 Mal draufdrücken, damit sich hier überhaupt mal was tut. Gonti, Wein, also hier hinten sind wir schon mal richtig, wenn wir ein Saufgelage machen wollen. Und Giovanni ist sowieso nur für Eis gut und Conti, wer will da schon hin? Deswegen zuerst mal zum Wein. Hallo Hund. Dieser alte Misthund, ey. Der Balken versperrt die Tür. Gut erkannt, Watson. Ohne eine Leiter kann ich die Oberseite nicht erreichen, weil ich ja nicht hier draufklettern kann und dann auf den Hahn oder irgendwie hier am Gestrüpp hoch. Nein, ich bin ein kleiner, dummer Mensch. An diesem Hahn fehlt der Griff. Der Schraubenschlüssel ist mit Schmutz bedeckt. Ich muss ihn reinigen. Am besten mit einem Honiglöffel mit Honig. Ich brauche einen Schraubenschlüssel, der hier im Schmutz liegt, den ich aber nicht aufheben kann, weil ich mir sonst den frische Pelliküre, Maniküre versaue.
War da gerade eine Hundepfote oder habe ich mir das eingebildet? Okay, Freunde, das ist jetzt schon ziemlich mysteriös. Bienen! Ich hasse Bienen. Sehr gut, gefunden. Hälfte der Heckenschere. Mhm. Gut. Eigentlich brauche ich mich ja total wenig bloß noch, darum kümmern, dass hier dramatische Soundeffekte reinkommen, weil das macht das Spiel mittlerweile selbst. Und das hier ist ja wohl mal der größte Fail, der überhaupt je fabriziert wurde. Klar, hier steht das in Wirklichkeit auf in Englisch drauf, aber muss man das deswegen so verkacken hier? Mein Gott nochmal. Süßes nur gegen Münze. Scheint ein fairer Handel zu sein. Naja. Natürlich können wir unsere Münzen da nicht reintun. Es muss eine Sechseckmünze sein. Was ist das? Setze die Achtkantschrauben in die Achtkantlöcher ein. Klicke auf eine Schraube, um die umliegenden zu drehen. Ich will nicht sagen, ne, aber es ist ein bisschen einfach. Gefunden, Pedal. Jetzt haben wir das noch mehr kaputt gemacht, anstatt es einfach zu reparieren. Ich glaub's ja nicht. Giovanni, du alte Schabracke, du hast dich aber verändert. Säge 2 Pfund? Jetzt sind es auf einmal Pfund. Und ist das nicht eigentlich so, dass das Pfundzeichen vor der Zahl ist? Ein Segen der Technik. Das ist geil. So, wir hören einfach mal alles durch. So viel Zeit ist jetzt auch noch. Wir hören mal die 3, die hatten wir, glaube ich, noch nicht. Also im Sinne von im Spiel. Finde ich gut. Ach du liebe Zeit. Ich brauche einen der 3 farbigen Kugeln, um Flipper spielen zu können. Eine der 3 farbigen Kugeln? Okay. Guten Tag. Willkommen in meinem kleinen Laden. Ich bin Giovanni. Mein Laden hat auch schon bessere Tage gesehen, aber du findest bestimmt etwas Nützliches. Nur zu, sieh dich ruhig um. Ich finde es ja schön, dass diesmal wenigstens die Preise dabei stehen. Keine Anleitung. Du kannst die hervorgehobenen Gegenstände auswählen. Klicke auf das Goldmünzensymbol und dann auf Giovannis Hand, um ihn zu bezahlen.